Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 16.09.2019. Hey Leute, Epic Games hat uns in das Supporter Creator Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Item Shop unten rechts in der Ecke auf Supporter Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle zwei Wochen den Creator Code neu eintragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, schau mal in den heutigen Itemshop rein und da haben wir die Sergeant Brutzel als Lady vom Grillgeneral. Er hat weibliche Unterstützung bekommen für 800 V-Bucks. Wir fangen auf der rechten Seite an mit Forkknife. Hier von rechts nach links für die Linkshänder, von rechts nach links bis links nach rechts und wieder zurück und hin und her. Kriegt von mir 6 von 10. Forkknife hat hier ein Voting von 3,41 von 5 bei 17 Votes am 15. Juni 2019 ist erstmal drin gewesen. Viermal seit dem 34. Spiel meiner ist jetzt mal im Shop vor 18 Tagen. Dann geht es weiter mit dem Schrittwechsel. Hammergeiles Teil, kriegt von mir 10 von 10 für 500 V-Bucks. Habe ich auch oben rechts in der Ecke ein Video verlinkt. Da habe ich mal den kompletten Spind von mir, den ich damals hatte, mit durchgespielt. Hammergeiles Teil. So, das ist der Switch-Step und der Switch-Step hat hier ein Voting von 3,88 von 5 bei 26 Votes am 16. April 2019. Das ist erstmal drin gewesen, 8 Mal seitdem. 27 Spiel meiner ist jetzt mal im Shop auch vor 9 Tagen. So, dann sind wir beim Brutzelmeister, auch hammercool. Für 800 V-Bucks, einer der geilsten Emotes des ganzen Spiels, finde ich. Kriegt von mir 10 von 10, das ist der Sizzling und der Sizzling hat hier ein Voting von 4,62 von 5 bei 21 Votes. Am 26. Juni 2019 ist das erste Mal drin gewesen. 5 Mal seitdem 9 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 27 Tagen. So, dann sind wir beim Tanzspagat. Auch das! Also hier geile Emotes hier im Shop. Für 500 V-Bucks das Ding. Habe ich auch ein Video oben rechts in der Ecke verlinkt. Mega cool. 10 von 10 für Work It. Und Work It hat hier ein Voting von 4,25 von 5 bei 20 Votes. Am 9. Juli 2019 ist erstmal drin gewesen. Dreimal seitdem 20 Reminders sind im Shop vor 34 Tagen am 13. August. So, dann sind wir hier bei der Kaugummibomberin. Die Kaugummibomberin sieht ein bisschen crazy aus. Das Teil hier mit der Brille. Ich weiß gar nicht, ob es mir besser gefällt, ob mit Brille oder ohne Brille. Ich kann es euch jetzt nicht so genau sagen. Das Ding kriegt von mir auf jeden Fall 6 von 10. Kaugummi-Bomberin, Kauwum, da hinten ist auch irgendwas da so, ja. Da haben wir ein Voting von 3,03 von 5 bei 29 Votes am 11. August 2019. Das ist erstmal drin gewesen. Dreimal seitdem 22 Reminders, letztes Mal im Shop vor 35 Tagen. Dann sind wir beim Grillgeneral. Den finde ich persönlich nie so wirklich toll. Hier kriegt von mir 5 von 10 für 800 V-Bucks. Sein Lady finde ich persönlich besser. So, gucken wir mal. Okay, das ist der Grill Sergeant und der hat ein Voting von 3,49 von 5 bei 51 Sports am 22. September 2018. Das letzte Mal drin gewesen. 11 Mal seitdem 51 Spiel meines. Das letzte Mal im Shop vor 82 Tagen. Dann sind wir hier bei der Moxie. Ja, die Moxie habe ich ja bereits bewertet. So, und hier schlagfertige Axt und da die Abkühlung. Wir gucken uns nur mal ganz kurz die Noten jetzt an, die da inzwischen von euch abgegeben wurden für. Wir fangen an hier bei Moxie und Moxie hat hier ein Voting von 4,5 von 5 bei 12 Votes. Ja, 16 Reminders, das ist schon ziemlich fett, muss ich sagen. Dann die Clobber-Ex, die hat 3,33 von 5 bei 3 Votes und dann haben wir noch die Faded Cool Lackierung, 3 von 5 bei 3 Votes. Jo, und ein Reminder. Also das ist schon mal... Moxie ist auf jeden Fall mega gut bei euch angekommen. So, dann sind wir beim Bredlingsklatscher und den finde ich persönlich jetzt nicht ganz so toll. Kriegt von mir 6 von 10. Das Ding hat hier ein Voting von 3,88 von 5 bei 24 Votes am 10. August 2018 das erste Mal drin gewesen. 11 Mal seitdem 18 Reminders. Jetzt beim Shop vor 117 Tagen am 22. Mai 2019. So, dann sind wir bei der fliegenden Untertasse. Die finde ich total crazy. Hier diese Tablets da mit dem mit der Gurkenscheibe drauf, Senf, Ketchup, hier Mayo, was auch immer das sein soll. Da unten die Pommes drunter, Salzstreuer, Pfefferstreuer auf der rechten Seite. Das Ding ist einfach nur witzig für 1200 V-Bucks und kriegt von mir 7 von 10. Da haben wir ein Voting von
3,5 von 5 bei 26 Votes am 10. August 2018 das erste Mal drin gewesen. 11 Mal seitdem 16 Reminders. Auch vor 117 Tagen das erste Mal im Shop gewesen. Dann haben wir den Beef Boss. Das ist einer der beliebtesten Skins des ganzen Spiels. Und inzwischen ja auch schon ein paar Mal gespielt. Ich finde den Dark Beef Boss besser. Aber ist halt Geschmackssache. Von mir kriegt er 6 von 10. Aber mega geile Bewertung das Ding. Also hier... Wie gesagt, von es gibt, glaube ich, kaum einen Skin, der beliebter ist. 4,09 von 5 bei 125 Votes. Das ist schon ziemlich brachial. Ja, am 10. August 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 11 Mal. 161 Reminders. Richtig, richtig crazy. So. Dann haben wir den Sergeant Brutzel jetzt hier. Das ist die Lady vom Grill Sergeant. Sein ab sofort seine Unterstützung zum Hieressen oder Mitnehmen. Teil des Der Burger Sets. Für 800 V-Bucks da oben drauf ist auch der Burger zu erkennen. Dann haben wir hier, was steht da drauf? Der Burger. Das ist dann auch hier das Emblem, das Logo drauf. Ja, auf jeden Fall schnuckeliger aus als der Grillsergeant. Das kann man schon auf jeden Fall über sie sagen. Man kriegt von mir 7 von 10. Die finde ich nämlich schon etwas nicer. Deutlich viel nicer als den Grillsergeant. So, und da haben wir hier einen... Noch gar keine Benotung. So, ja, dann was bleibt jetzt noch übrig? Wir müssen den Shop noch bewerten. Und der Shop kriegt jetzt von mir hier... Also, hammergeile Emotes auf der rechten Seite. Ich finde Sergeant Brutzel eigentlich auch ganz witzig. Von mir kriegt er diesmal ein Love It. Dieser Shop kriegt diesmal von mir ein Love It. So, da haben wir 568 Love Its, 554 It's Meh und 1724 Hate It's. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir. Nehmen wir gleich, schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.